Hey Leute, willkommen bei den Siebukins. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Heute dreht sich alles ums Kinderzimmer. Genau, wir sind heute im Lianas Kinderzimmer und ich werde euch ein bisschen mitnehmen und hier ein paar Umstylings oder Do-it-yourselfs anwenden aus ihren Möbeln und Deko und nehme euch da ein bisschen mit. Und danach gibt es versprochen auch eine Roomtour von diesem Raum. Genau, viel Spaß für dem Video. Die erste Baustelle, die wir hier haben, hier hatten wir zwei Regale hängen. Da wir das Zimmer jetzt zwischendurch schon öfters mal umgestellt haben, sind die Regale weggekommen. Und ich würde gerne diese Löcher zumachen. Dazu wollte ich auch noch was basteln. Das zeige ich euch gleich, aber vorher wollte ich diese Löcher erstmal zumachen mit Spachtelmasse. Dazu werde ich jetzt einfach Uniflott, von Knauf ist das. Die Konsistenz sollte eher fester sein, dann sollte das antrocknen. Ihr könnt es aber auch in fertigen Tuben kaufen, das gibt es auch im Baumarkt. Danach wische ich das einfach nur so ein bisschen weg, damit es da fest bleibt und das färbt. Bis die Löcher da trocknen, beschäftigen wir uns mit dem, was da aufgehangen wird. Und zwar sind das solche Wolken. Die Idee hatte ich aus Pinterest genommen. Und die kann man sehr leicht und sehr günstig selber nachbasteln. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ihr benötigt einmal eine Gardine aus IKEA. Ich verlinke euch die. Und in der Infobox, die kosten 2 Gardinenschals. Das sind so ganz einfache für, ich glaube, 3 Euro kosten die nur. Genau, dann einmal eine Wolke aus Karton ausschneiden und so dickes verschiedenes Garn. Ich hatte das damals noch von Lianas Babyzimmer, ganz Anfangszimmer, hatte ich da was gebastelt, deswegen hatte ich das noch übrig. Genau, einfach in solchen Längen, Länge auch ganz individuell zuschneidbar. Ich habe hier circa 1 Meter genommen und das war's, genau. Und den Untergrund noch am besten mit Weiß ein bisschen vorfärben, wenn man weiße Farbe zu Hause hat. Jetzt male ich dieselbe Wolke noch einmal ab und schneide diese danach einfach nach den Linien aus. Hier streiche ich dann die Wolke mit einer einfachen weißen Acrylfarbe. Sobald diese getrocknet ist, schneide ich die legendäre IKEA Gardine auseinander in einzelne Streifen und diese Streifen binde ich dann einzeln auch über diese Wolke, immer einfach ummanteln und danach schneide ich diese Fäden immer in der passenden Länge von ungefähr 1 Meter, aber ich nehme da kein Lineal oder sowas für, einfach ganz freihand. Das Ganze erfordert natürlich ein bisschen Geduld, denn wenn man 2 Wolken machen möchte, irgendwann hat man keine Lust mehr auf die ganzen Fäden. Vor allem muss man die dann hinten natürlich auch noch alle befestigen, aber irgendwann ist das Ende in Sicht. Danach muss man es nur noch auf die passende Höhe befestigen. Ich habe dann dafür natürlich die Löcher genommen, die eh schon da waren, oder beziehungsweise habe versucht, sie damit abzudecken. Das wäre der Sinn der Sache. Und danach schneide ich einfach das Ganze passend, wie wir das Bett stehen haben. Als nächstes lackieren wir diesen Tisch um. Der ist übrigens auch schon voll bemalt. Es ist ein IKEA-Tisch. Der ist schon voll geklebt, voll bemalt. Und ich werde hier die Füße in Grau färben und dieses Oberteil. Ich hoffe, das wird klappen. Und zwar habe ich hier Tafelfarbe von Wanders. Die hatte ich mal aus einer Kooperation, aber schon vor über 1 Jahr und da ist noch was übrig geblieben. So, jetzt war leider meine Speicherkarte leer, beziehungsweise ich konnte nicht mehr darauf filmen. Ich habe hier die Tischbeine abgeklebt, wie ihr seht, immer ungefähr 10 cm und habe sie mit der Tafelfarbe. Das wird jetzt das zweite Mal angestrichen und hier habe ich auch alles abgeklebt, alles abgekratzt und auch angeschliffen. Ich weiß nicht, wie weit jetzt meine Kamera aufgenommen hat. Vielleicht rede ich jetzt auch doppelt und es ist jetzt schon auch trocken. Ich mache jetzt die zweite Schicht hier drauf. Und eventuell auch dann noch die dritte, ich muss gucken. Und dasselbe mache ich jetzt mit dem zweiten Stühlchen. Hier klebe ich dann die Stuhlbeine ab, habe da als passende Größe immer die Spachtel genommen, damit ich immer den gleichen Abstand habe. Und danach geht es nur noch ans Streichen. Ihr könnt natürlich jede beliebige Farbe dafür verwenden. Ich hatte jetzt halt nur diese Farbe übrig.
und dann zieht ihr einfach das ganze Klappband wieder ab. Diese Messlatte hatte ich bei Teddy gekauft. Dafür habe ich jetzt passend abgemessen ab dem Boden die Höhe, denn auf der Messlatte ist, glaube ich, ab 50 cm die Angaben gezeichnet. Und ja, ich messe es passend ab, markiere mir die Stellen und dann drauf losgehämmert. Was ihr auch sehr gut und sehr günstig nachmachen könnt, ist diese Höhle oder dieses Tipi-Zelt. Es gibt ja auch die als so richtige Zelte. Hier dieses Baldachin habe ich bei eBay bestellt. Genau, war ganz günstig, glaube für 15 Euro. Wenn ich das nochmal finde, verlinke ich euch das. Das ist nur nicht so hoch. Also sprich, es ist von der Decke noch, glaube ich, mal 50 cm. Genau. Und hier unten könnt ihr einen schönen flauschigen Teppich euch holen oder wenn ihr keinen zur Hand habt, könnt ihr auch einfach, ich habe hier so eine Anti-Rutschmatte für unter die Teppiche gelegt und eine alte Decke, die dann einfach mit noch einer Decke drumherum gelegt. Und hier habe ich ein paar Kissen, Kuscheltiere von Lerna, genau, und das ist unsere Leseecke. So, das ist das fertige Ergebnis, ich bin fix und fertig und wir müssen ja noch das zweite Kinderzimmer machen oder beziehungsweise Babyzimmer dann. Ja, aber das kommt ja einige Monate später. Jetzt zeige ich euch kurz, wie das fertige Endergebnis aussieht und die Rubentour, also alles ausführlich, woher, wo ich her, was hab, werde ich einfach die nächsten Tage dann hochladen. Ich wünsche euch viel Spaß. If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight.